Wir starten Kevin Akpoguma auf den Spuren von Isaac Fossa. Zwei afrikanische Nationalspieler in der Verteidigerhistorie der TSG, zwei Hünen der gepflegten Grätsche. Es ist gerade einfach so schön, überhaupt Bundesliga spielen zu können. Und im Moment ist das absolut das Einzige, was ich will. Bundesligaspiele sammeln, mich zu entwickeln und besser zu werden. Etwa so gut wie Isaac Fossa, der schon ein Jahrzehnt vor Kevin Akpoguma in weiser Vorahnung diesen Satz sagte. Me too, I think like that, but es läuft so gut in diesem Verein und ich kann mir vorstellen, die TSG wird irgendwann mal Champions League spielen. We'll be playing Champions. 12. Mai 2018, 6 Jahre nach Isaacs Abschied, erreicht die TSG Hoffenheim tatsächlich die Champions League mit Kevin Akpoguma. Die ersten 3 Minuten habe ich einfach nur mal Revue passieren lassen, was so im letzten Jahr alles war. Und ich kam hier nach Hoffenheim mit einer Halskrause am Hals und wusste eigentlich nicht so, wie alles wird, was soll ich machen, keine Ahnung, kann ich überhaupt noch Fußball spielen? Fußballer mit intensiven Erlebnissen, dazu gleich mehr. Fossa war als Innenverteidiger Stütze des Aufstiegsteams und jener Generation, die die TSG in der Bundesliga etablierte. Hier Kumpel Prince Tago, aber auch Obasi oder Demba Ba sorgten mit Fossa zusammen, dass die Dorfelf aus dem Kraichgau eine Marke in Afrika wurde. All the time we train and mein Trainer sagte immer, setz dir hohe Ziele und arbeite hart. Und so ist es hier perfekt gelaufen. Everything go perfect for me. Besonders gegen Manuel Neuer, dem angehenden Welttorhüter, schenkte der Mann aus Ghana 2 seiner 4 Bundesliga-Tore ein. 2010 in Südafrika war Fossa unter den ersten WM-Teilnehmern der TSG. Yes, my dream is like to be a professional. Mein Traum war es immer, Fußballprofi zu werden, und jetzt bin ich es. Akpoguma hat sich nach über 60 U-Länderspielen für die Heimat seines Vaters Nigeria entschieden. Noch kein Bundesligator, aber ein Traumpass. Ich bekomme den Ball und werde eigentlich direkt angelaufen. Ich musste mich schnell entscheiden, was ich tue. Hatte halt extrem Druck, also ein flacher Ball wäre eigentlich unmöglich gewesen. Da hätte ich den zum Leipziger gespielt. Deshalb habe ich Serge gesehen, wie er reingelaufen ist. Und ich versuche, den Flugball einfach zu ihm zu bringen. Der war so perfekt getimt, dass Serge, denke ich, leichtes Spiel hatte, das Tor zu machen. War ein tolles Gefühl, gerade gegen so einen Gegner wie RB Leipzig. Werde ich lange in Erinnerung haben. Den 21. April 2017 wird Kevin niemals vergessen. Als Leihspieler von Fortuna Düsseldorf erleidet er im Duell mit dem FC St. Pauli einen Halswirbelbruch. Dieser unglückliche Zweikampf hätte seine Karriere beenden können. Dann kamen die Ärzte rein und erzählen dir, vielleicht müssen wir dir so eine Platte einoperieren und dann kannst du keinen Fußball mehr spielen, wenn der Bruch sich weiter ausgedehnt hätte. Das war ja in der ersten Woche der Fall. Und dann wurde dir schon ein bisschen Muffe. Ne? Einen noch größeren Schicksalsschlag erlebt Fossa zu seiner TSG-Zeit. Sein Bruder Joshua stirbt an einer Lebensmittelvergiftung. Ein Mordanschlag wird nie ausgeschlossen. Isaac sucht Ablenkung im Fußball. Trainiere hart, sei detailversessen und immer fokussiert für die Mannschaft. So, if I'm the part of the team, I thank Almighty God. Zweimal 1,92 Meter, Leidenschaft, Haltung und die Kraft, sich Rückschlägen zu stellen. Wenn dann die Spieler zu dir kommen und sagen, Akpo, alles okay, und du kannst mit denen nochmal reden, dann ist alles auch wieder okay. Schüttelst dich kurz und weiter geht's. Immer weiter. Isaac und Kevin, zwei starke Typen. TSG.